Ich mache dieses Video hier, weil mittlerweile mehrere junge Menschen auf mich zugekommen sind und meinen Rat wissen wollten. Es handelt sich dabei jeweils um junge Frauen und Männer, die weit unter 30 Jahren alt waren und einfach so nicht wussten, soll ich jetzt meinen großen Traum verwirklichen oder lieber das, was alle anderen von mir wollen. Und ich gebe heute einfach mal meine Gedanken dazu. Und zwar in der Hoffnung, dass dieses Video noch viele, viele andere junge Menschen erreicht und ihnen weiterhelfen kann. Und der erste Punkt ist, egal ob du 20, 22 oder 27 Jahre alt bist, du bist noch verdammt jung. Also jünger geht's ja fast gar nicht mehr. Du bist ja gerade so ins Berufsleben eingestiegen. Und viele, viele junge Erwachsene machen sich dann einen Riesenstress, setzen sich enorm selbst unter Druck. Da reden wir noch nicht mal von dem Druck, der von außen auf sie einwirkt. Dazu komme ich gleich noch. Nein, man macht sich selbst so einen Riesendruck. Man möchte unbedingt, bevor man 30 wird, die erste Million verdient haben oder das hübsche Haus besitzen oder die Weltreise gemacht haben oder dieses, das und jenes. Du bist mit 20, 22, 23 oder 27 Jahren verdammt jung. Und das ist die Zeit, wo du verhältnismäßig wenig Verantwortung hast. Wahrscheinlich hast du noch keine Kinder. Wahrscheinlich hast du noch nicht irgendwelche großen Kredite abzubezahlen, dieses oder jenes. Nutze diese Zeit aus, um möglichst viel zu experimentieren und herauszufinden, was du eigentlich wirklich im Leben machen willst. Du brauchst nicht diese klare Vision schon mit 18 oder 20 Jahren. Die kommt in den meisten Fällen wirklich erst dann, wenn du viel ausprobiert hast, viel ausgetestet hast, festgestellt hast, wo deine Stärken liegen, was du besonders gut kannst. Und dann hast du vielleicht mit 25 oder auch erst mit 30 Jahren deine ganz konkrete Vorstellung von Leben, deine Vision, wo du einmal genau hin möchtest und sein möchtest. Und dementsprechend mach dir bitte nicht so einen Druck, wenn du jetzt noch weit unter 30 Jahren alt bist. Du hast die Zeit und du kannst es jetzt vor allem dir am besten leisten, viel auszuprobieren, eben weil du noch nicht so viel Verantwortung auf den Schultern trägst. Den zweiten Punkt habe ich auch schon angesprochen. Der Druck, der von außen auf dich einwirkt oder zumindest versuchen möchte, auf dich einzuwirken. Du sollst den Erwartungen deiner Eltern gerecht werden, der Großeltern. Freunde kennen dich für deinen Charakter, für deine Eigenschaften, für deine Persönlichkeit. Aber es ist wahrscheinlich so, dass das gar nicht deinen persönlichen Visionen entspricht. Du möchtest einen großen Umbruch in deinem Leben bewirken. Und der würde jetzt, wenn du es denn tust, in die völlig andere Richtung gehen. Und je mehr du deinem direkten Umfeld davon erzählst, also den Eltern, Großeltern und Freunden, desto mehr sagen sie, das bist doch gar nicht du, du wolltest doch was anderes werden, du wolltest doch studieren, du wolltest doch Arzt werden oder Architekt oder Ingenieur. Warum jetzt auf einmal willst du Musiker werden? Das ist gerade das aktuellste Beispiel von jemandem, der mich anschrieb. Da haben die Eltern auch so eine hohe Erwartung, aber er möchte am liebsten Musiker werden und nach Berlin reisen und von dort aus vielleicht in die ganze Welt. Er weiß noch nicht genau, wo es ihn hinträgt. Und das ist es, der Druck von außen, ja, ist da, aber er ist falsch. Warum ist er falsch? Weil es die Erwartungen anderer sind und nicht die Erwartungen, die du an dein eigenes Leben stellst. Und mal andersrum gedacht, was wollen denn Eltern, Freunde, Großeltern am meisten? Dass du glücklich bist. Das sagen sie dir oder wollen es zumindest und deswegen wollen sie auch dein Bestes. Also sie meinen es nicht böse, aber es ist vielleicht mal notwendig, eine Auszeit zu nehmen von deinem persönlichen Umfeld. Auch das habe ich selber durchlebt, deswegen weiß ich, dass das notwendig ist. Dass man sich vielleicht von geliebten Menschen auch mal abkapseln muss, wenn sie einen nicht unterstützen oder im Gegenteil einem sogar noch im Weg stehen. Und dementsprechend, diese Menschen meinen es gut mit dir, aber halt auf ihre Art und Weise, weil sie ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben, sind sie der Meinung, sie wüssten, was für dich das Beste ist und was dich glücklich macht. Sie wollen, dass du glücklich bist. Und das erreichst du nur, wenn du dem nachgehst, was am meisten in dir brennt, was deinen Leidenschaften entspricht. Und dann dauert es vielleicht auch mal 5 oder 10 Jahre. Ich kenne das, wie gesagt, persönlich. Und dann kommt vielleicht wieder mehr Kontakt mit der Familie, mit den engsten Freunden, weil man sich vorher ausgeklinkt hat, um sich erstmal selbst zu finden. Und wie gesagt, die Zeit ist jetzt dein größtes Gut. Du bist jung, dynamisch, wahrscheinlich auch noch topfit und gesund, hast nicht so viele Verpflichtungen. Jetzt ist die optimale Zeit, nach der Schule, nach dem Abitur vielleicht, dich auszutesten. Entweder während du eine Ausbildung machst oder ein Studium oder halt wirklich mal sagst, ich will jetzt ein Jahr lang einfach Nebenjobs annehmen, mir ein bisschen Geld zur Seite legen und dann vielleicht erstmal die Welt erkunden, um mich selbst zu finden, viele Eindrücke zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln und dann das Beste daraus zu machen, wenn du mit 25 oder 30 Jahren wiederkommst. Und ja, wenn dieses Video dich jetzt anspricht,
dann bedeutet es auch einfach gewohnte Pfade zu verlassen, die gewohnten Pfade, die andere dir vorgegeben haben, zu verlassen, um dich selbst zu finden, um herauszufinden, was du tatsächlich willst. Und das ist natürlich nicht wirklich das, was deine Eltern oder Großeltern wollen. Aber wie gesagt, wenn du glücklich bist, werden auch sie glücklich sein. Nur das ist ein Prozess des Lernens auf beiden Seiten. Um es auf den Punkt zu bringen, du kannst zwischen 20 und 30 alles falsch machen, nichts gebacken kriegen und bist immer noch verdammt jung. Und weißt du, woher ich das weiß? Ich bin jetzt 30 Jahre alt geworden, ich kann schon ein bisschen zurückblicken und ich habe es genau so gemacht. Mein Werdegang war, ich habe Abitur gemacht. Absolut durchschnittlich abgeschnitten und dann hieß es natürlich, du musst studieren. Ich meine, wozu machst du denn sonst Abitur? Wozu hast du noch 3 Jahre drangehangen und bist nicht schon bei der 10. Klasse dann ausgestiegen? Warum? Ja, ich habe gesagt, ich will jetzt nicht nochmal die Schulbank drücken. Mein persönliches Empfinden war schon mit 16 Jahren, aber es braucht halt ein bisschen Zeit, um zu reifen. Ich will mich selbstständig machen. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will mein eigenes Geld verdienen und nicht bestimmen lassen, wie viel ich am Monatsende kriege. Und dementsprechend, das war schon bei mir da. Es gab niemanden zu Hause in der Familie und im Freundeskreis, der mich fördern oder unterstützen wollte. Und ich bin einfach ausgebrochen. Ich habe die Zeit genutzt. Ich bin durch Zufall, habe ich dann meine Frau in der Zeit kennengelernt, bin ich durch Zufall in eine andere Stadt gezogen. Es war eher unbewusst, aber es war genau richtig. Ich war erstmal komplett für ein paar Jahre von meinem Umfeld sehr, sehr stark abgeschnitten, also auch vom familiären Umfeld, habe mich einfach erstmal gesucht. Ich habe ausprobiert, ich habe gewusst, ich will irgendwie im Internet selbstständig werden. Ich will irgendwie da was erreichen. Ich bin Generation Internet und man muss doch damit irgendwie Geld verdienen können. Und so habe ich schrittweise meinen Weg gefunden, viel ausprobiert und natürlich auch viel in den Sand gesetzt, auch teilweise Geld und auch Unmengen an Zeit. Und dementsprechend brauchte es auch einfach diese Zeit, um jetzt mit 30 Jahren sagen zu können, oder sag mal mit 28, 27, 28 wusste ich ungefähr, was genau ich machen will. Und in den letzten 2, 3 Jahren habe ich diese Vision noch einmal verfeinert. Und es braucht diese Zeit. Es geht gar nicht anders. Also, wenn dich dieses Video jetzt angesprochen hat, dann lass dir nicht von außen Druck machen und mache dir selbst nicht so einen Druck, sondern nutze die Zeit lieber sinnvoll und überlege, was kann ich gut, was macht mir am meisten Spaß, wo liegen meine Leidenschaften und wo möchte ich hin, wo möchte ich mich ausprobieren. Nur darum geht es erstmal zwischen 20 und 30, weshalb ich für meine Warte heute aussage, das Leben beginnt erst mit 30. Also das richtige Leben beginnt erst mit 30, weil zwischen 20 und 30 solltest du dich austesten, so viel wie möglich in den Bereichen, die dich begeistern, um dann nach 5 oder 10 Jahren, wie gesagt, manche können es einfach schon mit 25 vielleicht ganz genau sagen, dann ihre konkrete Vision zu haben und dann daran zu arbeiten. Du musst nicht bis 30 schon die 10 Millionen auf dem Konto haben oder andere Dinge. Ja, manch einer braucht auch nicht so viel Geld. Werd dir einfach bewusst in diesen 10 Jahren etwa, was du machen willst, wer du sein willst, wo du stehen willst, was du erreichen möchtest. Und dann komm mit 30 Jahren wieder und geh die Welt an, greife deine Ziele richtig an und setze alles um. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.